Ja, schönen Nachmittag von meiner Seite. Meinen Vortrag habe ich im Prinzip so in zwei Teile geteilt. Zum einen möchte ich Ihnen ein paar Haltungen, grundlegende Überlegungen vorstellen zur motivierenden Gesprächsführung. Und zum anderen möchte ich versuchen, so ein paar Techniken, Tools Ihnen näher zu bringen, wie Sie die Sie dann vielleicht ganz gut in der Praxis einsetzen und ausprobieren können. Mir sind die Haltungen insofern wichtig, weil ich die motivierende Gesprächsführung eher als eine Haltung dem Klienten gegenüber sehe, als wie eine Technik, wo ich mit dem Klienten etwas mache, in Klammern mitunter etwas, was er gar nicht will. Einsteigen würde ich gern mit einer kleinen Übung und ich lade Sie dazu ein, jetzt an eine Situation zu denken, in der Sie aktuell unentschlossen sind, ambivalent, ganz egal, wie lange dieses Thema Sie bereits begleitet, ob das gerade erst heute in der Früh auftaucht ist oder vielleicht schon mehrere Wochen oder Monate oder noch länger, ist ganz egal. Und Sie müssen keine Sorge haben, ich werde Sie nach diesem Thema nicht fragen. Also das ist eine Übung nur für Sie. Also bitte jeder eine Situation, ich gehe davon aus, dass jeder etwas findet, wo Sie momentan unentschlossen sind. Wenn Sie eine Situation gefunden haben, dann fordere ich Sie auf, sich jetzt zu entscheiden, wie Sie weiter tun. Jetzt eine Entscheidung zu treffen. Hier in diesem Moment. Ich gehe davon aus, dass das ganz schnell gegangen ist und jeder hat sich bereits entschieden. Ich vermute, vielleicht ist die ein oder andere Person unter Ihnen, wo das wirklich funktioniert hat, die sich entschieden hat und die vielleicht sogar erleichtert ist, sich jetzt entschieden zu haben. Dann gibt es möglicherweise Personen unter Ihnen, die sich tatsächlich entschieden haben. Wenn ich die aber morgen oder übermorgen wieder fragen würde, wäre alles wieder so wie vor dieser Übung. Und ich vermute, dass es beim Großteil von Ihnen, das was Sie da auf der linken Seite abgebildet haben, Sie haben sich gar nicht beschäftigt damit, entscheide ich mich oder nicht, sondern Sie haben Überforderung gespürt, Sie haben Stress verspürt, Ärger verspürt, wie ich denn sowas fordern kann. Sie haben sich unter Druck gesetzt gefühlt, völliges Unverständnis, wie ich dazu komme, Sie dazu aufzufordern, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Sie waren überrumpelt. Möglicherweise hat die ein oder andere Person überlegt, da jetzt sowieso aus dem Kontakt zu gehen und den Vortrag vorzeitig zu verlassen. Und vielleicht waren Sie auch wütend. Und wenn wir weiter nachdenken, würden wir wahrscheinlich die Liste fortsetzen können. Wenn ich Sie jetzt danach frage oder wenn Sie da hingehen, was Ihre Bedürfnisse gewesen wären oder sind in Bezug auf Ihre ambivalente Situation, dann würden mir wahrscheinlich etliche von Ihnen zustimmen, dass Sie mehr Zeit gebraucht hätten, dass Sie Raum und Platz gebraucht hätten, um sich mit einer Person Ihres Vertrauens zu diesem Thema auseinanderzusetzen, zu unterhalten. Sie hätten Verständnis erwartet für sich selbst, aber auch für diese Situation, in der Sie sind. Sie hätten Interesse von mir erwartet, dass ich mich näher für Ihre Situation, für Ihr Thema interessiere. Sie hätten sich Wertschätzung erwartet, eine Akzeptanz für diese Situation und vor allem auch keinen Entscheidungsdruck. All das, was hier grün hinterlegt ist, entspricht im Wesentlichen bereits dieser Grundhaltung und diesem Geist der motivierenden Gesprächsführung. Also eigentlich etwas, wenn wir von unseren Bedürfnissen ausgehen, etwas ganz Basales, wo wir davon ausgehen dürfen, dass das bei unseren Klienten nicht anders ist. Und gleichzeitig gerade passiert es uns immer wieder, und ich bin da keine Ausnahme, dass wir im Beratungskontext das Gefühl haben, innerhalb von 1, 2, 3 Beratungsgesprächen den Klienten, die Klientin zu einer Entscheidung hinzubringen. Und je mehr Druck wir ausüben, umso mehr
entstehen dann diese Reaktionen, die Sie auf der linken Seite abgebildet haben. Das heißt, wenn die motivierende Gesprächsführung taucht überall dort ein, wo es um das Thema Veränderung geht. Und ein Thema, das mit dem Thema Veränderung unweigerlich im Zusammenhang steht, ist das Thema der Ambivalenz. Keine Veränderung, ohne dass es vorher Ambivalenz gibt. Diese Ambivalenz, diese Unentschlossenheit mag manchmal ein paar Augenblicke sein, in der Früh zum Bäcker, und die Überlegung, ob ich jetzt das Croissant oder das Mohnweckerl nehme, ist wahrscheinlich eine Sekundenentscheidung. Wohl kaum, dass jemand Stunden überlegt. Aber dann gibt es wiederum Entscheidungen, die man Wochen, Monate, vielleicht sogar länger als ein Jahr mit sich herumschleppt. Und da dann die Forderung zu stellen, sich innerhalb von ein, zwei Beratungsgesprächen entscheiden zu müssen, ist mitunter eine Herausforderung oder sogar eine Überforderung. Also, wenn wir vom Ambivalenz sprechen oder von dem Thema Veränderung sprechen, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Ambivalenz in Ordnung ist und völlig normal ist. Und Ambivalenz, wie ich bereits gesagt habe, ist ein ganz normaler, natürlicher Schritt im Prozess der Veränderung, der unterschiedlich lang dauert. Wenn ambivalente Situationen auftauchen, veranlasst uns das, diese Situation weiter zu bearbeiten und weiter zu explorieren und nicht darüber hinwegzugehen und rasch zu einer Entscheidung zu drängen. Charakteristisch für ambivalente Personen ist, dass ambivalente Personen zum einen die sogenannten Change-Talk-Aussagen, also Aussagen, die für eine Veränderung plädieren, mit den sogenannten Sustain-Talk-Aussagen, sind jene Aussagen, die für den Status quo, für das Aufrechterhalten der Ist-Situation plädieren, vermischen. Das heißt, wir hören zum einen immer wieder Argumente, die dafür plädieren, Richtung Veränderung zu gehen, und auf der anderen Seite hören wir Argumente, die für das Aufrechterhalten des Status quo plädieren. Und es ist notwendig, beziehungsweise auch möglich, mit dieser Ambivalenz zu arbeiten. Ein Tool oder eine Möglichkeit, wie Sie mit dieser Ambivalenz arbeiten können, ist die sogenannte Entscheidungswaage. Wo es darum geht, auf der einen Seite die Kosten des Status quo und den Nutzen der Veränderung gegenüber die Kosten einer Veränderung und den Nutzen des Status quo gegeneinander aufzuwiegen. Ich habe heute gerade am Vormittag noch in der psychosozialen Beratungsstelle, wo ich eine Klientin da gehabt habe, wo ich mit ihr diese Entscheidungswaage durchgegangen bin. Idealerweise in einer schriftlichen Form, wo Sie auf der einen Seite haben die Vorteile der Veränderung beziehungsweise die Vorteile des Status quo und die Nachteile des Status quo, die dann eben auf der anderen Seite den Nachteilen der Veränderung und den Vorteilen der Veränderung gegenüber aufgewogen werden. Wichtig dabei ist, dass es ausschließlich um die Argumente des Klienten, der Klientin geht, und dass es nicht darum geht, wie ich dieses ganze Ding, dieses ganze Thema betrachte. Wenn ich anfange, dass ich mich auf eine Seite stelle, ist das zu erwartende Moment, dass der Klient dann fast logischerweise für die andere Seite anfängt zu argumentieren. Zu beachten ist dabei auch, dass sämtliche Argumente, die der Klient oder die Klientin liefert, miteinander in Verbindung stehen. Das heißt, sobald sie irgendwas auf dieser Entscheidungswaage verändert, ein Argument sich verschiebt, kann ich davon ausgehen, dass sich andere Argumente auch mit verschieben. Und diese ganzen Argumente, die mir der Klient liefert, sind wahrscheinlich unterschiedlich schwer. So kann es sein, dass drei Argumente auf der einen Seite von nur einem Argument auf der anderen Seite ausgehebelt werden. Das heißt, es macht dann durchaus Sinn, wenn man das dann praktisch durchnimmt, die ganzen Argumente auch, ich mache so oft mit einem Punktesystem oder eigentlich immer mit einem Punktesystem, zu schauen, wie wichtig ist denn das jeweilige Argument für den Klient, die Klientin. Diese Pfeile, die Sie da in der Mitte angegeben haben, die geben die ideale Vorgangsweise an. Das heißt, man fängt an mit den Vorteilen des Status quo, den Vorteilen der Ist-Situation, geht über zu den Nachteilen einer Veränderung,
switcht zu den Nachteilen des Status quo und ändert mit den Vorteilen einer Veränderung. Der Grund dafür, für diese Vorgehensweise ist zweierlei. Wenn der Klient mit den Vorteilen des Status quo beginnt, habe ich wahrscheinlich mit dem geringeren Widerstand zu rechnen, als wenn ich gleich mit den Vorteilen der Veränderung anfange. Und das, was ich mit jenen Punkten, mit denen ich ende, die sind tendenziell jene Punkte, die längerfristig im Gedächtnis bleiben. Ich vergesse immer, dass ich das Ding in der Hand habe. Wenn es um das Thema der Veränderung oder Veränderungsbereitschaft geht, dann sind da zwei wesentliche Punkte mit zu berücksichtigen. Nämlich, es geht darum zu schauen, wie wichtig ist denn diese Veränderung dem Klienten? Und auf der anderen Seite auch, wie zuversichtlich ist der Klient, dass er die angezeigte Veränderung auch tatsächlich umsetzen kann? Und damit es dann in Richtung Bereitschaft zur Veränderung beziehungsweise auch in einen Versuch mündet, müssen beide dieser Faktoren auf eine positive Art und Weise ausgeprägt sein. Sobald nur einer dieser Faktoren unterbelichtet ist, zu wenig stark ausgeprägt ist, wird der Klient höchstwahrscheinlich keinen Versuch starten, um in Richtung Veränderung zu gehen. Hinter der Wichtigkeit steckt so dieser interne Konflikt und der meint so dieses schmerzhafte Erfahren der Gegensätze zwischen dem eigentlich gewünschten Selbstbild und dem aktuellen Zustand. Und je größer diese Schere auseinandergeht, umso höher die Wichtigkeit für den Klienten zur Veränderung. Und hinter der Zuversicht steckt die sogenannte Selbstwirksamkeit, die meint, dass der Klient das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat, dass die Ziele, die er sich vornimmt, dass er die auch positiv umsetzen und abschließen kann. Und das ist so ein erster Hinweis für mich als Berater, dass ich mal so überprüfe, wie schaut es denn mit dieser Zuversicht aus, wie schaut es mit dieser Wichtigkeit aus und je nachdem, welcher dieser Faktoren entsprechend wenig ausgeprägt ist, wäre das ein erster Ansatzpunkt im Gespräch, um anzusetzen. Eine Möglichkeit, wie ich auch ganz konkret an diesen Faktoren der Veränderung arbeite, wäre zum Beispiel die sogenannte Dringlichkeitsskala, wo ich mittels Skalierungsfragen diese drei Faktoren abfrage. Ich habe das jetzt mit drei möglichen Fragestellungen angeführt. So, die Bereitschaft ist so die erste Frage, wie sehr fühlen Sie sich bereit, die angezeigte Veränderung auszuführen? In Bezug auf die Zuversicht, wie zuversichtlich sind Sie, dass Ihnen die angezeigte Veränderung tatsächlich gelingt? Und bei der Wichtigkeit oder Dringlichkeit, wie sehr stört Sie Ihre aktuelle Situation? Der Klient geht her und sagt, naja, wenn wir die Zuversicht beispielsweise hernehmen, bin jetzt so auf 3, würde ich mich einschätzen. Dann sollte beim weiteren Explorieren, beim weiteren Nachfragen der Klient nicht in die Situation kommen, dass er beginnt, den Status quo zu argumentieren oder zu rechtfertigen. Das heißt, mögliche weitere Vorgehensweise wäre, dass ich dann den Klienten frage, was müsste denn passieren, dass du in Bezug auf die Zuversicht auf einen 4er, vielleicht auf einen 5er kommst. Ich kann aber auch nach hinten fragen und ihn fragen, aus welchem Grund er nicht auf einen 2er, 1er oder 0er steht. Und in beiden Fällen würde mir der Klient Nachteile vom Status quo liefern, beziehungsweise Vorteile einer Veränderung. Hingegen, wenn ich ihn fragen würde, aus welchem Grund stehst du jetzt auf einen 3er und nicht auf einen 5er, dann habe ich genau das kontraproduktive Element erreicht, dass der Klient dann anfängt, dass er Argumente des Status quo mir liefert und somit sustained hat. Ein zweites Modell, das ich sehr hilfreich finde, wenn sich Menschen im Prozess der Veränderung befinden, das ist das sogenannte Stadienmodell der Veränderung oder transtheoretische Modell, das von verschiedenen Phasen ausgeht, die Menschen durchlaufen, die im Prozess der Veränderung sich befinden. Die erste Phase ist die Phase der Absichtslosigkeit. Wenn ich jetzt an meine Klienten in der Drogenberatungsstelle denke, dann gibt es da durchaus einige, die genau in dieser Phase kommen. Die kommen fremdmotiviert,
sagen, der Richter hat mich geschickt oder der Staatsanwalt, aber eigentlich will ich nichts und es ist alles okay. Das heißt, wenn die auftauchen, dann sind die eher fremdmotiviert und kaum eigenmotiviert. Und gefragt auf ihr aktuelles, auf ihre aktuelle Lebenssituation, sagen dann die Klienten, dass sie eigentlich zufrieden sind und dass alles passt. Das, was sie da so in diesem ovalen Feld eingekreist haben, das ist so die Aufgabe, die sich für den Berater in dieser Situation stellt, nämlich das Um und Auf in dieser Phase ist, Kontakt herzustellen und mit dem Klienten eine tragfähige Beziehung aufzubauen. Und erst dann geht es so in kleinen Portionen darum, Bewusstsein und Zweifel zu erzeugen und vielleicht in weiterer Folge zu erhöhen. Eine Möglichkeit ist einfach, den Klienten Informationen zur Verfügung zu stellen, die er zu dem Zeitpunkt, wo er zu mir kommt, vielleicht noch gar nicht hat. Die nächste Phase, in die der Klient kommt, wenn er von der Absichtslosigkeit einen Schritt weitergeht, das ist die sogenannte Absichtsbildung. Das ist eigentlich genau jene Phase, wo ich Sie vorhin mit dieser kurzen Übung versucht habe abzuholen. Dieses Wiggle-Woggle. So, einerseits gibt es gute Gründe für die Veränderung und andererseits gibt es gute Gründe, den Status quo beizubehalten. Sehr klassisch gekennzeichnet durch dieses Ja-Aber. Und genau da taucht dann die motivierende Gesprächsführung voll ein und spielt mit diesen beiden Seiten, wo es darum geht, einmal diese Ambivalenz zu verstehen, auch ein Verständnis dafür zu haben, dass diese Ambivalenz möglicherweise schon über einen langen Zeitraum besteht und vielleicht auch noch eine gewisse Zeit bestehen bleibt und wo es in erster Linie darum geht, diese Für und Wider, diese Pro und Contra mit dem Klienten zu prüfen. Die nächste Phase, in die der Klient kommt, wenn er diese Absichtsbildung durchschritten hat, ist dann die Vorbereitung, die ist vor allem darin gekennzeichnet, dass der Klient eine ganz klare Entscheidung für die Veränderung trifft. Im Gegensatz zur Absichtsbildung sollte diese Phase eher kurz gehalten sein, weil sonst der Klient beginnt, dass er wieder möglicherweise anfängt zurückzusteigen in die Absichtsbildung und beginnt diese Pro und Contra neu zu überprüfen. Sobald der Klient diese Entscheidung für eine Veränderung getroffen hat, geht es darum, mit dem Klienten gemeinsam mögliche Ideen zur Umsetzung zu finden. Idealerweise liefert diese Ideen der Klient und es geht weniger darum, dass ich dann die möglichen Ideen zur Lösung dem Klienten in den Mund lege. Alles, die motivierende Gesprächsführung geht davon aus, dass alles, was der Klient an eigene Ideen, Motivationen liefert, dass das viel wirksamer ist als das, was von außen an den Klienten herangetragen wird. Nach der Vorbereitung kommt der Klient in die sogenannte Handlungsphase. Die ist darin gekennzeichnet, dass das bisherige Verhalten ganz klar unterbrochen ist und dass es neue Verhaltensweisen gibt, die dem Klienten auch oder die der Klient auch benennen kann. Hier wird dann das Bestätigen ganz wesentlich, dass das, was der Klient bereits erreicht hat, das, was er verändert hat, dass das auch eine entsprechende Unterstützung und Bestätigung von außen erfährt. Die nächste Phase ist die sogenannte Aufrechterhaltung, die darin gekennzeichnet ist, dass das neue Verhalten schon ein Stück weit Mitbestandteil des Lebens ist, dass das schon integriert ist und der Klient schon auf einen längeren Zeitraum zurückblicken kann, wo dieses neue Verhalten jetzt existiert. Diese Phase schlägt vor, in der Aufrechterhaltung Rückfälle zum Thema zu machen und diese vorzubeugen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das meistens schon in der Vorbereitung mache, weil schon mit dem ersten Versuch in die Handlung überzutreten mitunter Rückschläge passieren können oder etwas schiefgehen kann. Und meine Idee dazu ist, wenn ich das in der Vorbereitung schon thematisiere, dass mögliche Hemmschwellen und Schamgrenzen vielleicht ein bisschen herabgesetzt werden, um somit das Wiederkommen zu erleichtern. Nichtsdestotrotz ist es auch ganz klar Thema in der Aufrechterhaltung, dass ich Rückfälle thematisiere, dass ich mir anschaue, in welche Situationen es vielleicht noch schwieriger ist, das neue Verhalten aufrechtzuerhalten und gemeinsam mit dem Klienten Strategien bespreche und entwickle,
wie ich damit oder wie er damit oder sie damit umgehen kann. Dann gibt es auch den Rückfall. Der Rückfall ist ein durchaus zu erwartendes Moment, das eine ganz normale Phase im Prozess der Veränderung ist, wo es dann darum geht, dem Klienten auch wieder so andere Sichtweisen zur Verfügung zu stellen, weil ich davon ausgehen muss, wenn ein Rückfall passiert ist, dann sind davor schon einige Schritte, ist der Klient davor schon einige Schritte gegangen. Er kann nicht von der Absichtslosigkeit zurückfallen. Und es geht darum, dem Klienten das vor Augen zu führen, was er bereits geschafft hat, das zu reflektieren, was gut funktioniert hat und auf der anderen Seite auch zu schauen, was bedarf möglicherweise einer Veränderung. Um somit dann dem Klienten es wieder ein Stück weit zu erleichtern, nicht in der Absichtslosigkeit hängen zu bleiben, sondern relativ rasch wieder in die Vorbereitung zu kommen. Dann gibt es manche Themen, wo es den sogenannten dauerhaften Ausstieg gibt, dass man sagt, okay, dieses Thema ist abgeschlossen, dieses Thema ist erledigt, das kann ich ein für alle Mal hinter mir lassen. Wenn wir von unserem Klientel sprechen, vom Suchtklientel, da ziehe ich das sehr stark in Zweifel, dass es beim Thema Sucht das tatsächlich gibt, dass man irgendwann einmal von sich behaupten kann, das ist erledigt, das habe ich durch und ich brauche mir keine Gedanken mehr über dieses Thema machen. Ja. Also das einfach einmal so als zusätzliches Modell, wo man denkt, das kann sehr hilfreich sein, was denn der Klient in der jeweiligen Phase, in der er sich gerade befindet, braucht und wie er sich da auch verhält. Die Gefahr, die besteht, ist, wenn ich das nicht berücksichtige, der Klient ist irgendwo in der Absichtsbildung, spielt sich mit dem Gedanken, sich zu verändern und verwirft ihn gleichzeitig wieder und ich sprich schon von den Ideen, wie er mögliche Veränderungen umgehen kann, sprich ich bin in der Vorbereitung von dem, wie ich agiere, dann riskiere ich einen möglicherweise raschen Abbruch des Beratungsprozesses. So, wenn wir von motivierenden Gesprächsführung sprechen, mit einem Bild ausgedrückt, soll es nicht ein Miteinanderringen sein. Und dennoch passiert es recht oft, das ist jetzt recht plastisch und man denkt sich vielleicht schon, na klar, das mache ich eh nicht. Und dennoch passiert es relativ rasch einmal, dass man in einer Beratungssituation sich wiederfindet, wo der Klient anfängt zu argumentieren und der Berater kommt dann mit den gut gemeinten Gegenargumente und es endet darin, dass der eine den anderen versucht, von seinen Argumenten zu überzeugen, weil das sind ja die besseren. Die motivierende Gesprächsführung, mit einem Bild gesprochen, auch wenn das ein bisschen blumig ist, versteht sich eher als ein Miteinander-Tanzen. Das, was diesem Bild innewohnt, ist, dass das zwei gleichberechtigte Partner sind, die sich auf Augenhöhe begegnen, was bei dem vorderen Bild ganz klar nicht ist. Da versucht immer einer, über dem anderen zu sein und Sieger zu sein. Und das Ganze hat was Fließendes, was Leichtes, was Gleitendes. Und das ist auch etwas, wie sich die motivierende Gesprächsführung versteht, dass da das Gespräch im Fluss sein soll, dass das vom Gefühl her ein Miteinander tanzen als ein Miteinander ringen sein sollte. Zwei Definitionen dazu. Die motivierende Gesprächsführung ist ein kooperativer Gesprächsstil, also ein Miteinander und Füreinander, mit dem wir einem Menschen in seiner eigenen Motivation zur und seinen eigenen Engagement für Veränderung stärken können. Und der zweite noch dazu, die mir persönlich sehr gut gefällt, wo auch ganz stark diese Haltung nochmal zum Ausdruck kommt, bei MI, Motivational Interviewing, geht es darum, abzurufen und herauszuarbeiten, was bereits vorhanden ist und nicht darum, Fehlendes hinzuzufügen. Das heißt, es ist die Frage, wo lege ich als Berater meinen Fokus hin? Jetzt darum zu schauen, was bringt er mit, welche Ressourcen hat er, welche Fähigkeiten hat er? Oder geht es darum, was braucht denn der noch, was muss er denn noch lernen? Und das ist jetzt so dieses Herzstück der motivierenden Gesprächsführung. So dieser, wir sprechen ja vom Geist der motivierenden Gesprächsführung, der sich in vier Elementen äußert. Das eine ist die Partnerschaftlichkeit, das zweite ist die Akzeptanz, das dritte ist die sogenannte Evokation und das vierte das Mitgefühl.
Ich möchte jetzt das der Reihe nach Ihnen kurz vorstellen. Bei der Partnerschaftlichkeit, die versteht sich so, dass sich Klient, Klientin und der Berater auf der anderen Seite als zwei gleichberechtigte Partner gegenüberstehen. Und mit einem Bild gesprochen, der Klient war von mir aus gerade in Griechenland auf Urlaub für 2 Wochen, kommt zurück mit einem Fotoalbum und ich bin interessiere mich zufällig auch für griechische Geschichte und habe somit auch ein gewisses Expertenwissen und so treffen wir aufeinander. Der Klient erzählt mir seine Urlaubsgeschichte und ist Experte für seinen Urlaub, den habe nicht ich erlebt. Aber ich habe noch ein bisschen Expertenwissen zur griechischen Kultur und griechischen Geschichte. Und das, wie ich mich dem Klienten, an den Klienten annähere, ist, dass ich Interesse zeige und dass ich nachfrage, wie ein Forscher im Prinzip. Und lasse mir in Klient seine Urlaubsgeschichte erzählen. Frag nach, wenn ich was nicht verstehe. Lass mir was genauer erklären, wenn mich was besonders interessiert. Und das meint so diese Partnerschaftlichkeit. Und mit dieser Haltung schaffe ich ein Klima, die diese Veränderung fördert, aber gleichzeitig nicht erzwingt. Die Akzeptanz, die teilt sich auf 4 Elemente. Zum einen die bedingungsfreie Wertschätzung, die Unterstützung der Autonomie, die Empathie und die Würdigung. Die bedingungsfreie Wertschätzung meint, dass unabhängig davon, was für Haltungen, was für Meinungen der Klient hat, wie der gerade tut und agiert, dass der Klient davon unabhängig seinen eigenen Wert hat und diese gewürdigt und geschätzt gehört und somit meinen Respekt verdient. Was aber auf der anderen Seite nicht heißt, dass alles, was der Klient tut, dass er überall Ja und Amen sagen muss und das gutheißen muss. Das meint es auch nicht. Bei der Empathie geht es darum, oder das ist so der Versuch, die Welt oder die Welt des Klienten aus seinen Augen zu betrachten und sie dadurch leichter verstehbar und leichter nachvollziehbar zu machen für mich. Die Autonomie meint, so anzuerkennen, dass der Klient derjenige ist, der Entscheidungen trifft, der Entscheidungen für sein Leben trifft, der auch die Entscheidung trifft, wie schnell es mit der Veränderung vorangeht, ob er sich überhaupt für die Veränderung entscheidet, das liegt in der Hand des Klienten und ich traue ihm gleichzeitig das zu, dass er das für sich gut entscheiden kann. Und zu guter Letzt die Würdigung, dass alles, was der Klient an Unternehmungen und Bemühungen in Richtung Veränderung angeht, dass das entsprechend gewürdigt wird und auch die Fähigkeiten und Stärken, die der Klient mitbringt, dass das ebenfalls einer Würdigung widerfährt. Der dritte Bereich ist so die Evokation, die davon ausgeht, dass die Ressourcen zu einer Veränderung, die Fähigkeiten zu einer Veränderung und auch die Motivation zur Veränderung bereits im Klienten vorhanden sind. Aber möglicherweise hat der Klient darauf nicht oder noch nicht den Zugriff. Und meine Aufgabe ist es so, da ein bisschen Hilfeleistung zu stellen, damit der Klient zu guter Letzt selbstständig die Motivation zur Veränderung hervorbringen kann. Meine Trainer haben mir damals ein Bild mitgegeben, das ich recht super gefunden habe. Sie haben gesagt, der Michelangelo ist anscheinend mal gefragt worden zu seinen Steinskulpturen, wie er das geschafft hat, dass er aus so banale Steinblöcke dann diese schönen Skulpturen schlägt. Und seine Antwort sollte angeblich gewesen sein, warum? Die Figur hat es immer schon gegeben. Die war immer schon da. Das Einzige, was ich gemacht habe, war das, was es nicht gebraucht hat, das habe ich weggemesselt. Und dann ist halt die Figur überblieben. Und so in diesem Sinne versteht sich auch die Evokation. Ja? Die Ressourcen und Fähigkeiten zur Veränderung, die gibt es schon irgendwo im Klienten. Wenn man jetzt so diese ersten 3 Faktoren die diesen Geist ausmachen, hernehmen, dann könnte es durchaus auch ein guter Verkäufer sein. Ja, der lässt mich meiner Autonomie, der unterstützt mich, der stärkt mich, arbeitet dann meine Fähigkeiten und Ressourcen heraus und irgendwann habe ich ein Auto, das ich nicht will. Das, was den Autoverkäufer jetzt
von der motivierenden Gesprächsführung wahrscheinlich unterscheidet, ist das Mitgefühl. Nämlich dem Autoverkäufer geht es darum, dass er einen Gewinn erzielt und dass er mit einem Vertragsabschluss heimkommt. Ob man ihm das leisten kann, ist ihm wahrscheinlich hübsch wurscht. Bei der motivierenden Gesprächsführung steht aber so dieses Wohl des Klienten oder der Klientin im Vordergrund. Und es geht darum, dass ich Anstrengungen dabei unternehme, dieses Wohl zu fördern und zu unterstützen. Und es geht nicht darum, dass ich mich in irgendeiner Form bereichert oder Vorteile aus dieser Klientenbeziehung ziehe, sondern ich habe ganz klar im Fokus, dass es um die Interessen und die Bedürfnisse des Klienten geht. Ja. Und das ist so, diese vier Elemente machen so diesen Geist, den Spirit der motivierenden Gesprächsführung aus. Und meine Annahme, beziehungsweise auch mein Erleben ist, dass diese Haltung es ist, die bereits im Klientenkontakt wirksam ist. All das, was es dann nur an Techniken gibt, das unterstützt das, ja, aber die Techniken allein nicht sind nicht das, was wirksam ist, sondern es ist tatsächlich diese Haltung. Und damit möchte ich jetzt nichtsdestotrotz zum technischen Teil überleiten. Die motivierende Gesprächsführung, das ist jetzt ein relativ neu, teilt sich auf in vier Prozesse. Der erste Prozess ist das sogenannte Engaging, wo es darum geht, Beziehung herzustellen, Beziehung aufzubauen und gut in Kontakt mit dem Klienten zu kommen. Der zweite Prozess in der motivierenden Gesprächsführung ist das sogenannte Focusing, wo es darum geht, die Richtung zu klären, wo es darum geht, zu definieren, worum es im Beratungsprozess geht und das Ziel festzulegen. Das Ziel ist sowas wie eine Leitlinie am Horizont und das einmal festzulegen, ist als nächster Schritt wesentlich. Sobald klar ist, worum es in diesem Betreuungs- oder Beratungsprozess geht, tauchen wir in das Thema ein. Wir fangen an, dass wir mit diesen Ambivalenzen spielen und wo es dann ganz stark darum geht, diesen sogenannten Change Talk, diese Sprache der Veränderung beim Jugendlichen, beim Klienten hervorzurufen. Um zu guter Letzt zur Planungsphase zu kommen und somit die Brücke hin zur Veränderung schaffen zu können. Diese vier Phasen bilden zum einen einen ganzen Betreuungsprozess ab, aber zum anderen genauso jede einzelne Betreuungsstunde. Also die ziehen sich durch den gesamten Betreuungsprozess, aber meiner Meinung nach ist es genau das Gleiche, was sie durch eine ganze Einheit, wenn ein Klient bei mir sitzt, durchzieht. Sobald ich diese Stufen ein Stück weit erklommen habe und eine Irritation in der Beziehung geschieht, ist es notwendig, diese zum Thema zu machen und zu bearbeiten. Wenn ich das nicht mache, werde ich im Betreuungsprozess nicht weiter aufgekommen oder nicht vorwärts kommen mit dem Klienten. Also diese Störungen in der Beziehung, die haben immer Vorrang und müssen, und ich muss quasi eigentlich immer wieder von vorn anfangen, wenn ich da eine Irritation oder Störung wahrnehme. Es kann mitunter auch sein, dass dieses Focusing ich mir immer wieder mal anschauen muss, weil es sein kann, dass sich Ziele im Laufe einer Betreuung verändern können. Und wenn ich in der Annahme bin, okay, das haben wir irgendwie vor 5 Monaten ausgemacht und das ist es eh immer nur, dann kann es sein, wenn ich das nicht hin und wieder mal überprüfe, dass ich vielleicht an ganz was anderes denke und ganz, in eine ganz andere Richtung unterwegs bin, als wie der Klient eigentlich unterwegs sein will. Und in diese vier Prozesse kommen dann diese vier beziehungsweise fünf Grundtechniken zum Einsatz. Die Grundtechniken, mit denen die motivierende Gesprächsführung arbeitet, sind so offene Fragen stellen, das aktive beziehungsweise reflektierende Zuhören, das Würdigen und das Zusammenfassen und auch relativ neu, wobei ich bin mir da noch ein bisschen unsicher, ob ich dieses Technik ansehen will, das ist so dieses Informationen austauschen, wo einfach die motivierende Gesprächsführung so ein bisschen Paratschläge parat hat, wie man
wie man das am besten angeht, aber als eigene Technik. Ja. Grundsätzlich geht es darum, dass die Techniken so eingesetzt werden, dass zu guter Letzt beim Klienten dieser sogenannte Change Talk entsteht. Und das ist auch so dieses direktive Element in der motivierenden Gesprächsführung, dass es mein Ziel als Berater, Beraterin ist es, beim Klienten so viel wie möglich Change Talk zu produzieren. Ich möchte jetzt kurz nochmal auf diesen Change Talk zu sprechen kommen. Change Talk sind, alle Change Talk-Aussagen sind Klientenaussagen, die in Richtung Veränderung weisen. Das heißt, wenn der Klient ganz klar Vorteile einer Veränderung benennen kann oder benennt, ist das Change Talk. Wenn er Nachteile des Status Quo benennt, ist das Change Talk. Wenn er Wichtigkeit und Werte exploriert, die mit dem aktuellen Verhalten im Widerspruch stehen, ist es Change Talk. Wenn er den Willen zu einer Veränderung äußert, wenn er Besorgnis über das aktuelle Verhalten veräußert, beziehungsweise Vertrauen und Optimismus, dass er die angezeigte Veränderung schaffen kann, dann ist es ebenfalls Change Talk. Ziel ist es, dass der Klient genau diese Aussagen produziert, und je mehr dieser Aussagen vom Klienten kommen, umso eher entsteht Veränderung. Je weniger von diesen Aussagen mir der Klient liefert, umso eher kann ich davon ausgehen, dass er wahrscheinlich beim Status Quo bleibt. Ich möchte jetzt nur so ganz kurz auf die Techniken eingehen. Offene Fragen sind wahrscheinlich den meisten bereits bekannt, sind im Prinzip sämtliche Fragestellungen, die ich nicht mit Ja und Nein beantworten kann. Beziehungsweise bestimmen diese offenen Fragen die Antwort nicht im Voraus. Ich weiß nicht, was der Klient mir dann antworten wird, das bleibt offen. Bei offenen Fragen habe ich den Aufmerksamkeitsfokus beim Klienten. Und der Klient hat die Möglichkeit, dadurch seine Situation, vielleicht seine problematische Situation, so frei wie möglich zu schildern und zu erzählen. Und somit erleichtert es den Klienten, dass er beim Sprechen mit einbezogen wird. Ja, das habe ich schon gesagt. Das, was für mich noch sehr wichtig ist, ist, die offenen Fragen dienen nicht dazu, dass ich jetzt möglichst viel Informationen über den Klienten kriege, sondern Ziel der offenen Fragen ist es, dass der Klient über seine Situation ins Nachdenken und Reflektieren kommt. Ich habe Ihnen da jetzt einfach nur so ein paar Beispiele gegenübergestellt. Auf der linken Seite die offenen Fragen, im Prinzip im Wesentlichen sämtliche W-Fragen. Wie siehst du diese Situation? Was besorgt dich an deinem aktuellen Verhalten? Welche Vorteile hat der Konsum oder die Abstinenz für dich? Was glaubst du, denken deine Freunde darüber? Etc. Und wenn es ums Explorieren einer Situation geht, dann sind eher weniger geeignete Fragen klassisch geschlossene Fragen. Geht es dir gut? Ja. Nein. Informationsfragen, all jene Fragen, die nach einer ganz knappen, präzisen Antwort verlangen und wo es keine vielen Antwortmöglichkeiten gibt. Als Beispiel, wo bist du aufgewachsen? Verhörfragen sind im Prinzip auch die sogenannten W-Fragen. Allerdings kommt da der Klient eher in eine passive Rolle und bekommt das Gefühl, sich verteidigen zu müssen. Alternative Fragestellungen, wo ich in der Fragestellung bereits die Auswahlmöglichkeit für die Antwort mitliefere, und zu guter Letzt zu generalisiert offene Fragen, wo der Klient dann eigentlich nicht genau weiß, was da jetzt gemeint ist und wenig Bezug herstellen kann zur eigenen Lebenssituation. So, die Kernkompetenz der motivierenden Gesprächsführung ist dann so die zweite Technik, die ich kurz ansprechen möchte. Das ist so dieses aktive, reflektierende Zuhören. Und das ist vor allem dafür ein wichtiges Instrument, um Verständnis und Empathie zu erzeugen und somit eine gute Basis für ein gutes Gesprächsklima zu schaffen. Grundsätzlich geht es darum, dass bei diesen Reflexionen ich Klientenaussagen herannehme und diese dem Klienten wieder in Form von einer Feststellung zurückgebe. Und zwar packe ich all jenes hinein, was ich glaube, verstanden zu haben, reichert es mitunter an mit Hypothesen von meiner Seite,
beziehungsweise gebe ihrem Arzt zurück, was ich merke, was sein Verhalten betrifft, beziehungsweise möglicherweise auch sein Gefühlsleben. Wir unterscheiden zwei Formen von Reflexionen. Das eine sind so die einfachen Reflexionen, die sich daran orientieren, so ganz klar an dem, was die Person gesagt hat. Und bei den komplexeren Reflexionen geht es darum, sich daran zu orientieren, was meint die Person, was möchte sie ausdrücken, was steckt hinter dieser Aussage. Da geht es ein bisschen so um diesen Vorhang zu lüften und dahinter zu schauen, was hinter dieser Aussage, die der Klient gerade getätigt hat, möglicherweise stecken mag. Insgesamt haben wir vier Formen von Reflexionen, die wir in der motivierenden Gesprächsführung einsetzen können. Angefangen von der einfachen Reflexion, wo es darum geht, einfach wirklich sehr klar am ursprünglichen Wortlaut dran zu bleiben, wird in erster Linie eingesetzt, wenn ich eigentlich nur wenig weiß von dem Klienten, wenn noch wenig Beziehung da ist. Da ist es wahrscheinlich relativ gewagt, mit irgendwelchen Hypothesen zu kommen. Und da bieten sich einfache Reflexionen eher an. Als Beispiel, der Klient sagt, naja, jetzt beginne ich ein wenig besorgt zu sein. Und die Replik vom Berater ist, du bist besorgt. Ich gehe mit der Stimmlage nach unten und der Klient hat dadurch die Möglichkeit bzw. die Einladung, diese Sorge, die er da äußert, nochmal genauer auszudrücken und zu vertiefen. Bei der Umschreibung habe ich so die Möglichkeit, so kleine Akzentverschiebungen vorzunehmen, so ein bisschen was zu erhöhen oder ein bisschen was abzuschwächen. Ich habe wieder das gleiche Beispiel verwendet. Der Klient sagt, naja, jetzt beginne ich ein wenig besorgt zu sein. Und eine mögliche Reaktion darauf könnte auch sein, es gibt einige Dinge, die dir so nicht mehr passen. Wenn ich das ein bisschen bekräftigen will, dann kann ich ja sagen, die dir so überhaupt nicht mehr passen. Bei der Neuformulierung geht es dann darum, dass ich einen eigenen Gedanken, den der Klient so explizit gar nicht angesprochen hat, dass ich den mit einbringe, mit einführe. Wieder mit dem Beispiel, der Klient sagt, naja, jetzt beginne ich ein wenig besorgt zu sein. Und abhängig von dem bereits stattgefundenen Gespräch könnte eine Reaktion des Beraters darauf sein, der Gedanke, du könntest deinen Konsum nicht mehr unter Kontrolle haben und die Arbeit verlieren, beschäftigt dich. Wieder mit einer Feststellung, der Klient hat die Einladung oder die Möglichkeit, darauf dann wieder zu reagieren. Und dann gibt es auch noch die vierte Form, wo es darum geht, auf Gefühle zu reagieren, was aus meiner Sicht oft sehr, sehr wichtig ist. Wenn Gefühle unangesprochen bleiben, dann passiert es sehr leicht, dass es dann im Beziehungsgefüge zwischen Berater und Klient zu Irritationen kommt. Und deshalb ist es wichtig, das immer wieder anzusprechen, beziehungsweise wenn es gelingt, das Gefühl auch zu benennen, dann wirkt es nun mal sehr, sehr empathisch. Ich habe da das Beispiel wieder ausgewählt. Naja, jetzt beginne ich ein wenig besorgt zu sein. Und der Berater hört da möglicherweise Angst heraus und gibt das dem Klienten wieder zurück. Diese Situation macht dir Angst. Also das sind jetzt einfach so ein paar einfache Möglichkeiten, wie wir mittels aktivem Zuhören arbeiten können. Die dritte Technik ist so dieses Würdigen und Bestätigen. Ich glaube, das ist im Laufe des Vortrags eh schon deutlich geworden, dass es notwendig ist, Bemühungen des Klienten einerseits, aber auch geschaffte Erfolge andererseits, genauso wie Fähigkeiten und Ressourcen dem Klienten immer wieder zu vergegenwärtigen, immer wieder anzusprechen, mit dem Ziel, dass zu guter Letzt die sogenannte Selbstwirksamkeit steigt und gefördert wird. Also wenn Sie sich erinnern, nochmal so relativ am Anfang, im ersten Teil, wo es so darum gegangen ist, diese Faktoren der Veränderung zu berücksichtigen, die Zuversicht auf der einen Seite und die Wichtigkeit auf der anderen Seite, so zielt dieses Würdigen und Bestätigen ganz klar auf diesen Faktor der Zuversicht ab. Und ist unerlässlich dann, wenn diese Zuversicht beim Klienten eher schwach ausgeprägt und gedämpft ist. Und als letzte Technik ganz kurz so das Zusammenfassen.
Das Zusammenfassen ist an und für sich jetzt gar keine neue Technik, sondern rein von dem, wie es angewendet wird, ist es ein umfangreicheres aktives Zuhören, wo ich als Berater sämtliche Change-Talk-Aussagen, die ich in der letzten Gesprächssequenz vom Klienten wahrgenommen habe, dem Klienten wieder zur Verfügung stelle. Also das baue ich mit in diese Zusammenfassung ein. Genauso wie die mögliche Ambivalenz, die der Klient noch zur Sprache gebracht hat. Auch das gehört mit in die Zusammenfassung hinein. Und machen tue ich es eigentlich regelmäßig im Verlauf eines Gesprächs, periodisch, oder auch dann, wenn sie an einer Schlüsselstelle kommt, beispielsweise beim Themenwechsel, wenn sie eine Wende abzeichnet oder auf jeden Fall vor dem Gesprächsende. Und das, was für mich da sehr, in dem Zusammenhang sehr wichtig ist, ist, der Klient hört an dieser Stelle seine eigene Change-Talk-Aussage, seine eigene Änderungssequenz mindestens zum dritten Mal. Beim ersten Mal in der eigenen Aussage, beim zweiten Mal, wenn ich diese Aussage aufgreife und dem Klienten in Form einer Reflexion zur Verfügung stelle und beim dritten Mal in der Zusammenfassung. Und dadurch verstärke ich durch diese Techniken auch diesen Änderungsprozess. Und dann die fünfte, in Klammer, Technik, dieses Informationen geben, wo also Informationen auf der einen Seite, Ratschläge auf der anderen Seite, wo die motivierende Gesprächsführung sagt, ja, das ist okay, aber bitte beachte ein paar Leitlinien. Schau zuerst darauf, dass du den Klienten um Erlaubnis fragst, ob er das jetzt überhaupt hören will von dir. Und klär zuerst ab, was braucht denn der wirklich, dass du wirklich nur diese Informationslücken schließt und ihm nicht mehr Informationen gibt, als der jetzt eigentlich braucht. Dann stellst du ihm diese Information oder diesen Ratschlag zur Verfügung, möglichst in solchen Dosen, wie es der Klient gut nehmen kann und auch nicht mehr als notwendig ist, und auch im Idealfall, dass das an das Vorwissen des Klienten gut anschließt. Wesentlich dabei ist, wenn ich einen Ratschlag anbiete, eine Information anbiete, dann habe ich das auch so zu akzeptieren, wie der Klient dann damit umgehen will. Mitunter braucht er das nicht, dann ist das auch okay. Und am Schluss frage ich noch einmal nach und erkundige mich, wie weit das jetzt hilfreich ist oder was er sonst noch braucht. Das ist so ganz kurz ein Streifzug so Richtung, wie tue ich oder gehe ich damit um, wenn ich Informationen an den Klienten geben möchte. So, inhaltlich, bin jetzt relativ rasch durchgesaust, habe ich nur 2 Minuten, weil ich hätte noch was Lustiges. Weil wenn ich das nicht beachte und einfach ungefragt mit Informationen und Ratschlägen herkomme, dann können wir relativ schnell in dieser Hegersituation sein. Ich komme zum Doktor und der Doktor sagt, hör auf, dich zu überfressen, hör auf zu trinken, hör auf, zu spät auszugehen, hör auf zu streiten, hör auf zu prügeln und so weiter und so fort. Dann kommt der Heger heim und die Helga fragt, was hat der Doktor gesagt? Weiß ich nicht mehr, ich habe aufgehört zum Zuhören. Ja, also, ich weiß nicht, manchmal haben wir vielleicht ähnliche Situationen in Beratungsgesprächen. Und das sollte tunlichst vermieden werden.